So, hallihallo, hier ist der Dale von PB Play und ich spiele wieder Sticks. Ja, wie ihr wisst, beim letzten Mal sind wir hier kurz vor der Bibliothek stehen geblieben und haben hier einige schon niedergemacht. Da ist der Letzte, den Letzten. Oh nein, der hat mich gesehen. Geh weg. Wie sollen wir das denn schaffen jetzt hier, verdammt? Bleibt er denn stehen? Jetzt sind wir so weit schon gekommen und da vorne ist auch schon der Eingang in 16 Metern. Okay, der geht weg. So, den legen wir hier hinter. Muss ja nicht jeder sehen, ne, gleich. Okay, jetzt kommt er hier hin. Vielleicht sieht er die... Ach, ich hätte die Leiche liegen lassen sollen, aber der rausgekommen und hätte... Oh, Hilfe, Hilfe! Und ich hätte ihn platt machen können. Was ist der denn da? So, ich glaube, da ist auch kein anderer mehr. Dann sollten wir da jetzt, wenn er sich langsam umdreht... Ja, sollten wir geschafft haben. Da ist noch ein Wurfmesser, das nehmen wir noch mit. So. Hat er auch noch eins? Ne, der hat nur die Leiche tragen. So, wir können es hier noch ein bisschen bequem machen. So, setz dich doch mal richtig dahin. Der will da nicht. Okay. Dann schließen wir die Tür mal auf. Und ich habe nicht gespeichert und hoffe, dass jetzt hier ein automatischer Speicherpunkt kommt. Okay, Zone verlassen ist gut. Ja, oh, Mission geschafft. Hätte ich das gewusst, dass das so wenig noch ist, dann hätten wir das in der letzten Folge noch fertig machen können, ne? Aber, gut. War jetzt eh zu spät. The transport office shouldn't be far. If I can get away on an airship, I'm grabbing it. Tresorraum, Zeitplan des Flugschiffes. Okay, erstmal die Lampe aus hier. Wir stehen ja mitten im Licht. Gucken wir erstmal zum Tresorraum, ob wir da irgendwie schon was machen können. Weil das jetzt so nah ist. Also ich denke, das ist toll. Dass wir da irgendein Problem haben. Ganz genau, wir kommen nämlich nicht da rein. Aus. Wurfmesser in die Birne. Das ist der einzige hier. Hoffentlich. Dann hätten wir das hier schon geklärt, ne? Frage ist natürlich, ob wir jetzt da reinkommen oder wo der Schalter auch ist und ich weiß nicht, also irgendwie denke ich mir, das jetzt zu einfach gewesen, wenn wir da so reinkommen. Erstmal weg mit ihm. Ich probiere mal was. Oh, schnell wegmachen. Was sind die auch alle wie in Alarmbereitschaft, ne? Das gibt's ja gar nicht. I prefer hunting orc. They're not so sneaky. Better stay careful. Mit wem hat denn er geredet? Weiß ich nicht.
There's an intruder in the area. Be on your guard. Stay alert. There's something in here. Ich guck erstmal hier durch. Okay. Aber der ist ja alleine da. Mit wem redet er denn? Okay, dann machen wir mal die Tür auf da, ne? Nichts zu sein. Ah, vielleicht kommen wir jetzt von oben in den Tresorraum. Okay, die muss man aufschließen. Aber bevor wir da reingehen, schnell. Selbstverständlich. Dann machen wir die Tür mal auf und dann gucken wir doch mal, was hier ist. Okay, ich muss beide aktivieren. Wahrscheinlich, dass dann die... Tür da aufgeht. Die habe ich doch eben ausgemacht, oder? Ich bin tatsächlich vorbeigegangen. Nö, da war nichts. Ich dachte, da wäre vielleicht was gewesen. Ich kann dich auch nicht mitnehmen. Oh. Nein, da war nichts. Da war gar nichts. Das hat sich vertan. Scheiße. So. Einer mehr, der da liegt. Okay, das ist wahrscheinlich genau wie auf der anderen Seite. Aber hier ist abgeschlossen. Warum auch immer. So ein kleines Wurfmesser wäre natürlich jetzt auch nicht schlecht, ne? Wenn da oben die beiden Typen noch stehen. Könnte man nicht schön wegmachen. Ne, da geht's nicht weiter. Bevor ich jetzt weitergehe, der eine, den habe ich wieder so schön kalt gemacht. Ich bin da vielleicht ein bisschen zu übervorsichtig und ich hätte auch gerne eine Quicksave-Funktion. Und wenn man erstmal hier Licht aus und gucken, da erstmal. Okay, da steht einer. What? Ah! A monster! No! Hey, over there! Show yourself! It can't have gone. It looks like it's gone. No, 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 no. Oh, Scheiße. Zwei Mann. Alert! There's a body here! What? Scheiße. Hey, well, hey, exercise! Er sieht mich. Boah. You've got nowhere to go! What? No! Ah, von hinten kam sie auch noch. Hier zum Glück gespeichert. So, dann gucken wir nochmal. An den kann man nicht ran. Ach, der sitzt da. Der sitzt da. Oh Mann. Habe ich den wohl nur im falschen Moment hier erwischt? So viel dazu. Der ist weg. So.
filthy animal. You again. You're already dead. You know that. Oh. Try and die with a smile. I'd like to stick your head. Come here and fight. Come here and fight. Komm, die sehen mich hier im Dunkeln nicht, oder? He couldn't go far. Let's look in here. Kein Heiltrank. What? Monster! Da stand doch töten. Warum hat er das nicht gemacht? Habe ich jetzt ein bisschen doof angestellt die ganze Zeit wieder. Den möchte ich aber gerne kalt machen. Okay. What was that noise? Ui, jetzt kommt er wieder hoch. Scheiße, jetzt erwischt er mich, ne? It looks like it's gone. Ist aber auch blöde, dass ich da jetzt noch den. Oh. Den blöden Stuhl da umschmeißen, ne? That damn creature is really quick. Da habe ich hier nicht angefangen? Doch. Da ist der Anfang. Mal anders, vielleicht kann der Schalter betätigen, ich weiß das nicht. Oh Scheiße, ach das. Och, so eine Kacke. Ist der verbrannt? Das gibt's ja wohl gar nicht. Na, ich weiß auch nicht, ob ich in den Tresor im Raum muss, weil er steht jetzt auch schon gar nicht mehr hier. Dann gucke ich mal lieber, ob ich hier an den. An den Flugplan komme, ne? So. Ich gehe mal eben in die Kiste. Ich glaube, ist schon wieder gut, ne? Alles. Ja, sieht nicht mehr so wirklich alarmiert aus dann. Von außen werde ich da nicht rankommen. Scheiße. Jetzt muss ich da tatsächlich durch die ganzen Spackos einfach durchgehen. Das kann doch nicht wahr sein. Und wie viele auch schon wieder sind. Ha ha.
someone there? A monster! That was fire! The creature's dead! Something's making a noise, but what's going on over there? Da war nichts, da war hier gar nichts. Durch vertan. Ich hoffe, die kommen nicht hier runter. Die sind doch viel zu groß dafür. Alright. Guess it wasn't anything after all. Okay. Da drin ist er. Mir auffällt, hier sind auch nur Männer, ne? Die putzen. Warum putzen denn da keine Frauen? Oh, scheiße, da steht einer. Den habe ich ja überhaupt nicht gesehen. So. So, den haben wir auch. Speichern nochmal. Und dann überziehen wir die Folge ein bisschen, weil wir gehen jetzt auf jeden Fall noch da hoch. Ich denke, da sind dann die Papiere von dem Flugschreiber, Flugschein, Schiff, Schein, was auch, was rede ich da? Das kommt gar nicht weiter, ich dachte, das ist Johnny Trejo wieder, ne? Die muss er schnell holen, bevor der zur Tür geht. Ob er da steht, keine Ahnung. Okay. So. Ach, der hat so eine Flasche. Ach, die hätte ich klauen können, die Flaschen, ne? So, den machen wir platt. Dann gehen wir nochmal schnell zurück. Ich will nämlich gucken, ob da noch was liegt, weil wir haben ja keine Heiltränke und nichts mehr. Ui, der steht auf. Soll er ruhig. So, weg mit dir. Schöne Fotos, ne? Von oben erstmal rein. Oh, da ist ein Teppich. Oh, das wäre so super. Aber da speichern wir vor, das, bevor ich das teste. Oh, das wäre so gut, da runterspringen auf den Teppich drauf. Und von hinten kam noch einer, ne? Der sieht das nicht. Oh. Oh, scheiße, scheiße. Ja, den habe ich auch nicht gesehen. Den habe ich nicht gesehen. Das war Mist. Erst als ich runtergesprungen bin, habe ich den im Augenwinkel gesehen. So, dann gucken wir doch mal, wo der denn ist jetzt. Okay, der eine dreht sich auch gar nicht um, ne? Vielleicht hört er das gar nicht. Oh Mann. Ah, zweimal gut pariert und dann so eine Scheiße. Hätte ich mal ein Wurfmesser. Dann hätten wir den einen da schon schön ausschalten können. Been killed. Oh,
Oh ja, Gott sei Dank. Show yourself, please. The library isn't very far. So. See if I can get there without a pack of rabid dogs in my ass. Die Frage ist, wo ich jetzt hin soll. 33 Meter. Oh, da kommt noch einer. Hey, what's wrong? Shit. He's been killed. Hey! Die machen gar nichts. Schön erwürgt. So. Wir haben die, den Zeitplan da, den Flugkarten-Scheiß-Dings-Plan geholt. Und ich denke, zur Bibliothek gehen wir dann wieder in der nächsten Folge, weil wir haben schon überzogen und wollen wir nicht noch weitermachen, ne? Gut. Damit danke ich euch fürs Zusehen und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!